Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Ja, dieses Auto ist ein Elektroauto. In Fachkreisen wird es E-Auto genannt. Und dieser Pkw wird rein mit elektrischer Energie angetrieben. Dieser Pkw ist einer von 4 Fahrzeugen der Dienstflotte der Leipziger Verkehrsbetriebe. Und an dieser Stelle auch gleich ein herzliches Dankeschön, denn ich darf diesen kleinen Flitzer in dieser Sendung mal ausprobieren und bin ganz gespannt, was er denn überhaupt so leistet. Ihnen zu Hause aber an dieser Stelle jetzt erst einmal ein ganz herzliches Willkommen. Sie sind genau richtig bei In Leipzig. Und vielleicht haben Sie es schon erraten, es geht bei uns heute um das Thema Elektromobilität. Viele Hersteller investieren derzeit erheblich in die Entwicklung von E-Fahrzeugen. Zum einen, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu reduzieren. Und ein anderer wichtiger Grund ist die Verminderung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Die Idee, Autos mit Strom zu betreiben, ist nicht neu. Allerdings haben sich Elektromobile im Straßenverkehr bisher nicht wirklich durchgesetzt. Das soll sich aber in Zukunft ändern, denn die Hersteller versprechen, dass ihre Autos umweltverträglicher und leiser sein sollen. Das will ich heute mal testen. Alltagstaugliche Elektrofahrzeuge zu bauen, das war die Vision von Sven Sträubel und seinen Partnern. Die Leipziger Pioniere entwickelten seit 2009 ein Elektrofahrzeug, bei dem die Anwender eigene Komponenten einbauen können. Dafür erhielten die Techniker im Sommer dieses Jahres den Sächsischen Innovationspreis. Wir haben ein Elektrofahrzeug entwickelt auf Basis des Audi A2. Diese Plattform, die wir dafür entwickelt haben, ist aber eben auch für andere Elektrofahrzeuge nutzbar und so flexibel, dass das Fahrzeug nicht nur für Endkunden eingesetzt werden kann, sondern auch in Technologie- und Forschungsprojekten und dabei hilft, Elektromobilität weiter voranzubringen. Auch die Stadtverwaltung versteht sich als Vorreiter. Seit Mitte des Jahres gehören 10 Elektrofahrzeuge zum Fuhrpark im Rathaus. Mit Unterstützung der Stadtwerke werden die Wagen nun auf Herz und Nieren getestet. Diese stehen den Mitarbeitern der verschiedenen Ämter zur Verfügung. Ja, also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel wenn das Bauamt oder andere Bereiche zum Beispiel eine Objektbegehung haben, dann können sie sofort bei uns anrufen und sagen, hier, wir haben hier ein Problem oder Sturmschäden, wir hatten ja jetzt auch diverses schlechtes Wetter, sodass dann da eben kurzfristig eben gleich entsprechenden Personalbestand oder entsprechende Personen dahin fahren können. Die melden sich dann bei mir oder beim Vertreter und bestellen das Fahrzeug und können dann zur gegebenen Zeit losfahren. Ein solches Fahrzeug fährt bis zu 130 Kilometer und muss danach ca. 6 Stunden aufgeladen werden. Wir sind jetzt hier auf dem Gelände der Stadtwerke Leipzig und hier begrüße ich meinen ersten Gast. Es ist Dr. Winfried Damm, der Generalbevollmächtigte der Stadtwerke Leipzig. Herr Damm, schönen guten Tag. Die Stadtwerke setzen sich dafür ein, aus der Messestadt eine Modellregion Elektromobilität zu machen. Warum? Wir versuchen, das moderne Instrument für den Verkehr, Elektroanwendungen flächendeckend zu nutzen, auch für die Leipziger. Das heißt, übermorgen glauben wir daran, dass der Verkehr nicht mehr so laut ist und vor allem nicht mehr so viel Emissionen produziert. Daher muss man das anfangen zu testen und voranzutreiben. Und ich glaube, Leipzig steht jetzt einfach gut zu Gesicht und wir als innovatives Stadtwerk, für uns gehört es einfach dazu. Was macht Leipzig als Modellregion jetzt schon aus? Also wie ist der aktuelle Stand? Elektroautos klingt auf den ersten Blick relativ einfach. Verbrennungsmotor raus, neuer Elektromotor rein, los geht's. So einfach ist es leider nicht, weil sie brauchen Ladestationen, das heißt die Ladeinfrastruktur muss geschaffen werden. Und dahinter steht eine ganze Reihe an neuen Prozessen, die erstmal etabliert werden müssen.
Mit unseren Partnern in Dresden versuchen wir das in der Modellregion Sachsen jetzt voranzutreiben und überall diese Versuche zu machen. Auch bei den Autos hakt es noch an vielen Ecken, bei den Ladesäulen hakt es an vielen Ecken, in den Prozessen hakt es noch. Dazu gibt es diese Proberunden, diese Testrunden, diese Modellregionen, damit das etabliert werden kann und dann übermorgen für den Verbraucher problemlos angewandt werden kann. Einige Dinge haben Sie jetzt schon angesprochen, aber welche Voraussetzungen müssen denn nun noch geschaffen werden, um das Fahren mit Elektroautos in unserer Stadt attraktiver und überhaupt auch möglich zu machen? Wer heute als Innovator rumfahren will, kann es problemlos tun. Wir haben jetzt seit wenigen Monaten die ersten reinen Serienfahrzeuge. Wir haben auch Umbaumöglichkeiten. Natürlich ist der Preis jetzt noch auf den ersten Blick sehr teuer. Das heißt, die Elektrofahrzeuge kosten wegen der Akkus, die es bis vor wenigen Jahren mit Lithium-Ionen so nicht gab, noch relativ viel. Durch diese neue Lithium-Ionen-Technik, durch das Beschäftigen der großen Automobilproduzenten mit dem Thema Elektrofahrzeugen, gibt es inzwischen attraktive Möglichkeiten. Auch die deutschen Fahrzeughersteller werden dann 2012, 2013 mit spannenden Autos auf den Markt kommen. Dann glauben wir, dass es wirklich richtig losgeht. Und bis dahin muss auch die Ladeinfrastruktur stehen. Wir fangen damit an und werden jetzt auch die ersten öffentlichen Ladesäulen in den nächsten Wochen in Leipzig eröffnen. Alle angesprochenen Dinge klingen natürlich sehr lobenswert, was die Elektroautos betrifft, aber dagegen steht auch ein sehr hoher Anschaffungspreis, ca. 35.000 Euro. Also wie kann man das für Verbraucher attraktiver gestalten? Also es gibt auch schon heute preisgünstige Autos, zum Beispiel Tazari kostet etwa 20.000 Euro netto. Der Mitsubishi, dieses Kleinserienfahrzeug von Mitsubishi, ist bei dem Preis von 35.000 Euro brutto etwa. Das ist sehr viel, aber wenn Sie die Förderung aus der Modellregion mitnehmen, und etwa 30 Kilometer pro Tag fahren mit einem Elektroauto, sind sie heute schon preisgünstiger als mit einem vergleichbaren Polo. Heißt, gerade für Flottenbetreiber sollte man sich heute schon überlegen, Elektroautos anzudenken und eventuell schon einzusetzen. Einzelne Kunden machen das schon. Herr Damm, wo sehen Sie Leipzig denn in 10 Jahren, wenn wir diesen Ausblick einfach mal wagen? Also wie viele Elektroautos wird es dann vielleicht geben? Die Bundesregierung glaubt ja bis zum Jahre 2020 an 1 Million Elektrofahrzeugen in Deutschland. Wenn man das runterbricht, sind das etliche Tausende dann auch in Leipzig. Mal sehen. Ich glaube, es wird wichtig sein, welche Autos gibt es, was kosten die und wie leicht ist das Tanken. Ich glaube, für eine Tankfüllung nicht 60, 70, 80 Euro zu zahlen, sondern 10 Euro, ist ausgesprochen attraktiv. Autos zu haben, die man nicht hört, nur die Rollgeräusche, ausgesprochen attraktiv. Autos zu haben, bei denen man sich quasi hinter den nicht vorhandenen Auspuff legen kann, die Umwelt bei der lokalen Fahrweise nicht belasten, ausgesprochen attraktiv. Daher hat es eine hohe Attraktivität und wir glauben, dass es in die Richtung entwickelt wird. Auf der anderen Seite muss der Mieter im Familienhaus, der ein Auto hat, natürlich auch seinen Parkplatz haben, wo er sein Auto wieder beladen kann. Das kann heute erfolgen beim Arbeitgeber, wenn er sich darum kümmert. Wir als Stadtwerke stehen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung, um sowas gemeinsam mit den Arbeitgebern zu ermöglichen. Im öffentlichen Raum haben wir noch etliche Diskussionen vor uns. Auch die spannende Frage, habe ich dann meinen reservierten Parkplatz im öffentlichen Raum? Das sind noch Diskussionen, die wir auch als Gesellschaft noch gemeinsam machen müssen. Herr Damm, dann recht vielen Dank für das Gespräch und für diese Informationen. Für Sie alles Gute. Dankeschön und auf Wiedersehen. Gerne. Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität werden, so zumindest die Vorstellungen der Bundeskanzlerin. Mit dem nationalen Entwicklungsplan soll neben Elektroautos aber auch der öffentliche Personennahverkehr gefördert werden. Bis zu 140 Millionen Fahrgäste. 330 Kilometer Gleisanlagen und rund 600 Fahrzeuge. Das sind die Leipziger Verkehrsbetriebe heute. Doch die Anfänge vor über 130 Jahren waren mit dem Pferdespannbetrieb wesentlich bescheidener. Erst mit der einsetzenden Elektrifizierung der Straßenbahn begann ein heftiger Wettstreit. Seit dem 17. April 1896 fährt Leipzigs Straßenbahn nun schon mit Strom. Die Elektromobilität begann also in der Messestadt vor über 115 Jahren. Heute fahren selbst Busse mit Hilfe von Elektromotoren. Seit Juli testen die Leipziger Verkehrsbetriebe neuartige Hybridbusse im Linienbetrieb. Gefördert wird das Vorhaben von Bund und Land.
intensiv betreuen oder beobachten werden wir die Fahrzeuge noch bis Jahresende. Solange läuft noch das Vorhaben von den beiden Bundesministerien. Und natürlich werden wir auch danach die gewonnenen Erfahrungen auswerten und auf nötige Veränderungen Einfluss nehmen. Bei den Hybridbussen werden die elektrischen Speicher durch die Rückgewinnung von Bremsenergie oder durch einen Dieselmotor mit Generator nachgeladen. Damit sollen die Fahrzeuge mindestens 20% weniger Kraftstoff als herkömmliche Dieselbusse verbrauchen. Der Fahrgast kann diese Hybridfahrzeuge nur mit einem geschulten Auge erkennen. Es sind entsprechende Aggregate wie die Elektromotoren in der Nähe der Antriebsachsen. Das sind also dann die Merkmale, die man dann sehen kann, wenn man in den Bus hineinschaut, in diesen Sitzgruppen, wo man ein klein wenig aufsteigen muss. Und zum anderen sind dann die Motoraggregate, die den Strom über einen Generator liefern, im Heck des Busses komplett untergebracht und gut gedämmt. Außerdem können Fahrgäste die Hybrid-Funktionstechnik an einem Bildschirm nachverfolgen. Diese Technik ist auch für die LVB-Mitarbeiter eine Herausforderung. Was für uns natürlich eine Umstellung ist, dass wir natürlich die Qualifikation unserer Mitarbeiter dementsprechend darauf einstellen müssen. Wir haben im März die ersten Kontakte mit dem Aufbauhersteller gehabt, haben zwei Mitarbeiter in die Schweiz geschickt, die sich vor Ort während der Bauphase mit dem Konzept beschäftigen konnten und haben also vom Grund auf das Fahrzeug begleiten können, konnten sich einige Schwerpunkte anschauen und in der Folge haben wir dann weitere Qualifikationsmaßnahmen eingeleitet. Ein Hybridgelenkbus kostet fast 750.000 Euro und damit mehr als das Doppelte als ein dieselbetriebenes Fahrzeug. Das Bundesverkehrsministerium und das Sächsische Wirtschaftsministerium förderte jedoch die Anschaffung der 10 neuartigen Busse. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sollen Rückschlüsse für die Bushersteller liefern, um Deutschland in den nächsten 10 Jahren zum Leitmarkt für Elektromobilität zu machen. Hier am Hauptbahnhof, wo tagtäglich viele Straßenbahnen, Busse ja, und natürlich auch Autos fahren, begrüße ich jetzt meinen nächsten Gast. Es ist Ulf Mittelberg, der Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe. Herr Mittelberg, schönen guten Tag. Seit diesem Jahr haben die Leipziger Verkehrsbetriebe modernste Hybridbusse in ihrem Fuhrpark und außerdem zum Test 4 Elektro-Pkw. Was will man denn damit erreichen? Wir sind als LVB ja seit 100 Jahren elektromobil mit den Straßenbahnen unterwegs. Die Pkw bieten die Chance, das für Leipzig sinnvoll zu ergänzen. Einmal, weil wir natürlich mit den Pkws selbst in der Stadt unterwegs sind, für unsere Automaten, für die Fahrzeuge. Und dort entlasten wir Leipzig von Emissionen. Und für die Mobilität bietet es auch die Chance zu testen, ob diese Pkws etwas für unsere Kunden sein können. Welchen Stellenwert hat denn Elektromobilität für die LVB jetzt und in Zukunft? Elektromobilität ist unser Kerngeschäft, seit 100 Jahren mit den Straßenbahnen. Beim Bus bietet es die Chance, unabhängig vom Rohstoff Diesel, Öl zu werden und eben auch für die Fahrgäste mehr Komfort zu bieten. Und wenn wir die Busse weiterdenken, dann auch im individuellen Bereich mit PKWs, elektromobil, die Lebensqualität in Leipzig zu steigern. Bei dem Thema spielt natürlich Strom eine wichtige Rolle, deshalb komme ich auch mal zum Stromverbrauch bei den Straßenbahnen. Wie hoch ist denn dieser im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Die Automobilindustrie arbeitet am 3-Liter-Auto. Wir haben schon lange ein weniger als 1-Liter-Fahrzeug mit unseren Straßenbahnen. Das heißt, jeder Fahrgast bei uns braucht weniger als 1 Liter auf 100 Kilometer. Das ist ein sehr guter Wert. Durch Energierückspeisung und Fahrerschulung ist es in den letzten Jahren gelungen, diesen guten Wert noch weiter zu verbessern. Wo ordnen sich die Leipziger Verkehrsbetriebe regional ein, wenn es um Elektromobilität geht? Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Dresden sind wir bei den Hybridbussen bundesweit Vorreiter, haben hier ein sehr gutes Modell, um zu testen, welche Verbrauchswerte wir erreichen können, wie die Busse sich in der Praxis bewähren. Bei den PKWs ist Leipzig auch in Sachsen weit vorne. Wir haben die größte PKW-Flotte. 4 davon sind bei den LVB unterwegs. Und wir sind sehr gespannt auf die Testergebnisse, freuen uns über die Elektromobilität in Leipzig. Und welche Aktivitäten gehen von den LVB aus?
Wir testen im Betrieb sehr eng auch mit dem Fraunhofer-Institut auf der technischen Seite. Wir schauen, wo die Busse unser Netz sinnvoll elektromobil ergänzen können. Und wir denken über Produkte für unsere Kunden nach, um eben von der Technik bis zur Buchung, bis zur Abrechnung alles aus einer Hand anzubieten. Auch dort sind schon die ersten Anträge wieder unterwegs, um hier auch auf Bundesebene weiter einen Schritt voraus zu sein. Wo sehen Sie denn gegenwärtig Probleme, wenn es um das Thema Elektromobilität geht? Unser Ziel ist es, klare und deutliche Verbrauchseinsparungen zu erreichen von 20% und mehr. Daran arbeiten wir, die Einsatzstabilität der Busse zu gewährleisten und letztlich für unsere Kunden alles aus einer Hand anzubieten. Denn es soll nicht komplizierter werden, sondern einfacher. Herr Mittelberg, das war eine ganze Menge Informationen. Dafür vielen Dank. Dankeschön fürs Gespräch und alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Danke. Liebe Zuschauer, Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren als Automobilstadt etabliert. Neben Porsche ist auch BMW hier am Standort vertreten. 2005 eröffnete das Unternehmen seine Produktionsstätte. Und nun wollen die Bayern das Werk in Leipzig erweitern und setzen dabei in Zukunft auf Elektromobile. Bereits seit den 70er Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit Elektroantrieben. Doch bisher wurden diese in bestehende Fahrzeuge eingebaut. Der Nachteil: die Autos sind extrem schwer. Nun will BMW für seine Serienmodelle eine sehr leichte Karosserie aus Carbon entwickeln. Die extremen Vorteile sind von Carbon, dass es sehr, sehr leicht ist. 50% leichter als Stahl, 30% leichter als Aluminium. Es ist extrem steif und fest und sicher. Die Formel-1-Fahrzeuge nutzen Carbon, viele andere Motorsportfahrzeuge, der Flugzeugbau nutzt Carbon, eben auch, weil es extrem leicht und stabil ist. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen Werkstoff zum ersten Mal weltweit in einer Großserie einsetzen, um eben dem Gewichtsnachteil durch die relativ schweren Batterien entgegenzuwirken und auch diesen Gewichtsnachteil vollständig zu kompensieren. Dafür werden die Modelle i3 und i8 von Grund auf neu konzipiert. Bisher existieren dazu nur Studien. Doch ab 2013 sollen die Autos in Leipzig vom Band rollen. Dafür errichtet BMW 4 neue Hallen auf dem Gelände. Wir investieren hier auf dem Werksgelände 400 Millionen Euro in neue Gebäude und Anlagen, Strukturen. Eines sehen Sie im Hintergrund, das ist das CFK-Presswerk, das wir hier bauen. Denn so etwas kann man nicht in einem herkömmlichen Presswerk oder Karosseriebau herstellen, so eine Karosseriestruktur aus Carbon. Deshalb ist eines dieser Bauvorhaben das Presswerk. Dann haben wir noch ein zweites Gebäude für die Produktion lackierter Kunststoffteile und dann zwei weitere Gebäude für den Karosseriebau und die Montage. Was wir gemeinsam nutzen mit den bisherigen Fahrzeugen, ist dann quasi das Finish, wo die Fahrzeuge fertig gemacht werden für den Vertrieb und die Endabnahmen laufen. In Zukunft setzt BMW dabei auf regenerative Energie. So soll in den neuen Werkshallen bei der Produktion 70% weniger Wasser und 50% weniger Energie verbraucht werden. Der Strom dafür kommt künftig aus der Windkraft. Wir planen momentan die Installation von 4 Windkrafträdern auf dem Werksgelände. Die sollen dann die Produktion des BMW i3 und des BMW i8 versorgen, damit wir auch hier quasi vollständig quasi die Energie, die wir brauchen, regenerativ erzeugen. Mit der Werkserweiterung entstehen 800 neue Arbeitsplätze. Derzeit werden vor allem die Auszubildenden von BMW für das Thema Elektromobilität fit gemacht. Dabei haben die Lehrlinge gute Chancen, übernommen zu werden. Geplant sind aber auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und hier direkt am Glasauge der Leipziger Messe bin ich jetzt verabredet mit meinem nächsten Talkgast. Es ist Dr. Deliane Träber, die Geschäftsbereichsleiterin bei der Leipziger Messe. Frau Dr. Träber, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Elektromobilität, wie sehr ist denn das auch ein Thema für die Leipziger Messe? Elektromobilität ist ein Thema, mit dem sich zunehmend Industrie, Wirtschaft, aber auch die Öffentlichkeit beschäftigen. Und somit ist es natürlich auch ein Thema für die Leipziger Messe. Für uns ist es eine Chance, gerade neue Dinge in das bestehende Messeportfolio einzubauen. Man muss auch sagen, dass das Thema Elektromobilität sehr vielseitig ist und nicht nur auf einen Industriebereich zutrifft, sondern durchaus in verschiedenen Industriebereichen und damit auch bei verschiedenen Messen eine Rolle spielen muss. Und ist die Elektromobilität auch schon Bestandteil vorhandener Messen?
Man kann eindeutig sagen, dass es bei einigen Messen durchaus auch jetzt schon ein Punkt ist und auch immer weiter wächst. Lassen Sie mich einige Beispiele sagen. Fangen wir mit dem Thema Auto an. Um ein Auto mit Elektromobilität zu bauen, ist die Frage immer nach der Gewichtsreduzierung. Dafür werden neue Materialien eingesetzt, wie zum Beispiel Carbon oder Verbundstoffe für die Karosserie oder für den Innenraum des Autos. Neue Materialien müssen aber auch in der Produktion verarbeitet werden. Das sind Themen, die bei uns bei der Zuliefermesse Z und der Maschinenbaumesse Intec stehen. Im nächsten Jahr, im Juni, findet bei uns die Automobil International statt, unsere Army. Da kann natürlich der Verbraucher sehr gespannt sein, welche Modelle verbrauchertauglich angeboten werden für die breite Öffentlichkeit. Insofern ist natürlich Army nächstes Jahr im Juni nicht nur für Autofans, Autointeressierte, sondern auch gerade für welche, die sich für alternative Antriebe interessieren, ein Muss. Eine Frage, die bei dem Thema Elektromobilität auftaucht, ist, dass das Auto ja betankt werden muss, wie wir sagen. Das ist eine Frage, wo es vielfältige Möglichkeiten gibt, wie man diese lösen kann. Eine Antwort gibt auf alle Fälle schon im Oktober unsere Elektrofachmesse EFA vom Verband des Deutschen Elektrofachhandwerks wird ein sogenanntes E-Haus ausgestellt. Das ist ein Haus mit voll installierter Küche, Bad, Wohnräumen, Technikraum und Garage. Unter anderem wird dort gezeigt, wie man über die heimische Photovoltaikanlage ein Elektrofahrzeug in der Garage betanken kann. Wie ist denn da der Zuspruch bisher? Mit der Bewegung, dass der Zuspruch natürlich in der Industrie, in der Wirtschaft und in der Öffentlichkeit zunimmt, ist das Thema auch aus den Messen nicht mehr wegzudenken. An den Beispielen habe ich ja schon gesagt, es in den vielfältigen Industriemessen wird es gezeigt, bei der Automesse spielt es eine Rolle. Und ein anderes Beispiel, was ich nennen kann, ist im Januar 2013 das Thema auf der Enertec im Rahmen der Energieversorgung. Wir sagen immer alle, wenn das Auto nicht mit Benzin fährt, sondern mit Strom, woher kommt der? Scherzhaft wird gesagt, aus der Steckdose. Aber für unsere Energieversorgung heißt das, sich einer neuen Aufgabe zu stellen, an ausreichenden Standplätzen auch die Versorgung für das Laden der Autos zur Verfügung zu stellen. Jetzt vielleicht mal allgemein betrachtet, wie sehen Sie denn die Marktentwicklung des Themas Elektromobilität für die Leipziger Messe? Ich hatte ja Beispiele genannt, bei den Messen, Automesse, Zuliefermesse, Intec, gerade bei der Messe Enertec im Rahmen der Energieversorgung sehen wir hier für die Marktentwicklung eine Notwendigkeit und natürlich auch eine Möglichkeit, diese Messe mit diesem Thema auszubauen. Weil für die Energieversorgung stehen natürlich neue Aufgaben, dies zu lösen. Fragen wie Netzmanagement oder Energiespeicher sind auch schon in der Öffentlichkeit Diskussionspunkte im Rahmen der Umweltfragen. Und die Enertec im Januar 2013 wird sich damit natürlich beschäftigen müssen und auch beschäftigen. Eine andere Frage ist, in der Marktentwicklung muss man sehen, dass die meisten Menschen mit der Frage Elektromobilität vorwiegend die Frage nach dem eigenen Pkw sehen. Aber auch das Straßennetz mit Straßenbahnen, Bussen bis hin zum Regional- und Bahnverkehr stellen sich natürlich die Frage für die Zukunft, was ist die intelligente Vernetzung mit alternativen Antrieben und besonders Elektromobilität? Das ist ein Thema, dem wir uns natürlich auch stellen müssen. Hier ist das im Moment vorwiegend eine Frage der Fachwelt bei dem jetzigen Entwicklungsstatus und wird deshalb bei uns bei der Euregia, das ist in Europa die Kongressmesse für Kommunal- und Regionalentwicklung, ein Schwerpunkt sein. Frau Dr. Treber, ich danke Ihnen vielmals für diese Informationen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und persönlich alles Gute. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Spritztour mit diesem kleinen Cityflitzer ist nun leider schon wieder vorbei, aber ich kann Ihnen natürlich auch sagen, wie begeistert ich bin. Das Fahrgefühl ist wirklich klasse gewesen, ich hätte mir das gar nicht so vorgestellt. Die Beschleunigung bei diesem Auto ist einfach optimal. Großer Vorteil ist auch, dass er wirklich sehr, sehr leise ist. Allerdings ist auch gerade diese
mindere Geräuschkulisse ein großer Nachteil im Straßenverkehr, zumindest für andere Verkehrsteilnehmer. So eine Situation hatte ich vorhin. Ein Kraftfahrer stieg aus seinem Pkw aus und hatte mich nicht gehört. Ich musste dadurch natürlich erheblich weit erstmal ausweichen. Also das sind mögliche Gefahrenquellen, die man vielleicht noch überdenken muss in Zukunft. Ein anderer Nachteil ist für mich auch die Reichweite der Akkuleistung. Bei diesem Fahrzeug wird sie mit ca. 130 Kilometern angegeben. Das reicht natürlich gerade mal so für den innerstädtischen Bereich oder die nähere Umgebung. Längere Strecken sind mit dem Auto also demzufolge nicht gerade möglich. Aber wer weiß, was sich da in Zukunft noch alles tut. Ich denke, auf alle Fälle ist dieses Auto eine Überlegung wert, wenn man an die Zukunft und vor allem an die Umwelt denkt. Sie sollten auch an uns denken, zumindest an die nächste Sendung. Die gibt es am 11. Oktober, damit Sie sie auch ganz bestimmt nicht vergessen. Und es wäre schön, wenn Sie da wieder reinschauen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, wie jetzt mir auch noch, eine gute Fahrt, eine schöne Zeit und wie immer, tschüss und bis bald. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben.